Und mögen Sie meinen Dad? Ein Croissant, bitte. Und ja, ich mag deinen Dad. Gut. Weil er dich auch sehr gern mag. Und wir haben leider keine Croissants mehr. Bingo, sicher, dass du nicht viel lieber Kaffee spielen willst? Nein, danke. Okay. Das ist Sojamilch. Und Winnie hat einen richtig echten Ameisenigel gesehen. Wow. Ja, das habe ich auch gesagt. Und wie geht's Winnies Dad? Oh, keine Ahnung. Ich konnte heute Morgen nicht viel mit ihm reden. Oh, das ist ja schade. Sind wir denn jetzt schon bereit, dass wir mit den beiden zusammen frühstücken können? Na ja, jetzt noch nicht. Aber bald. Kommt Bingo auch mit? Nein, sie schläft noch. Oh, okay. Tja, dann eben nur wir. Komm schon. Wir werden heute ganz ekelhafte und widerliche Smoothies für dich und Fido machen. Tja, dann essen wir den ganzen Lebkuchen auf und rennen weg, ohne zu zahlen. Oh, sie sind nicht da. Tja, wahrscheinlich kommen sie nicht jeden Morgen her. Hier ist ihr Smoothie. Oh, danke. Es wäre schön, wenn Winnie hier wäre. Das weiß ich doch. Wäre es auch schön, wenn Winnies Dad hier wäre? Ja, schon. Es macht Spaß mit ihm. Wenn du ihn fragen würdest, ob er dein Freund sein will, glaubst du, er würde ja sagen? Tja, ich weiß nicht. Möglicherweise. Wenn du nicht mein Dad wärst, würde ich auch dein Freund sein wollen. Oh, danke, Spatz. Komm schon, wir müssen jetzt frühstücken gehen. Louis! Winnie! Wir sind spät dran. Der Wirbelwind hat verschlafen. Kein Problem. Wir müssen jetzt nur frühstücken gehen. Oh. Oh, okay. Ist doch in Ordnung. Tja, möchtet ihr vielleicht zu uns nach Hause zum Frühstück kommen? Ganz in echt? Nur wenn es für deinen Dad okay ist. Es ist ja ziemlich kurzfristig. Können wir, Dad, bitte? Klar, von mir aus. Ja! Wie weit wohnt ihr denn eigentlich weg?